durchgenommen und möchten euch nun eine kleine Zusammenfassung geben. Der bekannteste Vertreter des Alkohols ist Ethanol. Dieses Schaubild zeigt uns die Struktur des Ethanolmoleküls. Es besteht aus 2 Kohlenstoffatomen, schwarz gekennzeichnet, 5 Wasserstoffatomen, weiß gekennzeichnet, und einer Hydroxylgruppe, die ausschlaggebend für die Eigenschaften ist. Die Masse ist 46 Gramm je Mol, die Dichte ist 0,789 Gramm je Kubikzentimeter, Schmelztemperatur minus 114 Grad Celsius, Siedetemperatur 79,4 Grad Celsius. Ethanol ist brennbar. Ethanol ist wasserlöslich. Im Gegensatz zu dieser Vergleichslösung. Dieser Versuch zeigt uns Alkohol als Lösungsmittel. Dabei wurde die grüne Farbe eines Blattes gelöst. Ethanol verbrennt unter Einwirkung von Bor- und Schwefelsäure mit einer grün umsäumten Flamme, im Gegensatz zu Methanol mit einer grün leuchtenden Flamme. Diese Reaktion dient zur Unterscheidung dieser beiden Stoffe, denn Methanol ist ein gefährliches Gift. Um die Herstellung zu verdeutlichen, besuchten wir die Brennerei in Lanke. Hier werden dreimal täglich 850 Kilogramm Roggen und 900 Gramm Reis zu Methanol verarbeitet. Der Roggen wird geschrotet. Und es wird Enzyme und Wasser dazu gegeben. Jetzt. Die Masse mit einer Temperatur von 780 Grad Celsius wird für ca. eine Stunde in einen Vorratsbehälter gepumpt. Aus dem Vorratsbehälter wird die Masse in diesen Bottich gepumpt, wo Enzyme und Hefe zugeführt werden. Dann kommt sie für 72 Stunden in den Gärbottich. Die Substanz wird nun auf über 100 Grad erhitzt. Der Alkohol wird dabei freigesetzt und danach sofort wieder abgekühlt. Die hierbei entstandene Schlempe wird zu Viehfutter. Die Energieerzeugung erfolgt heute mit einem Ölkessel. Früher mit Braunkohle. Abschluss wollten wir noch von der physiologischen Wirkung des Alkohols berichten. So befindet man sich bei 1 bis 2 Milligramm pro Milliliter in angeheitertem Zustand oder mittlerem Rausch, zu erkennen an Sprache und Urteilskraft. Bei 3 Milligramm pro Milliliter spricht man schon von Alkoholvergiftung. Allgemein gelten 300 Gramm Ethanol als tödliche Dosis.
Alkoholmissbrauch liegt vor, wenn regelmäßig getrunken oder über die Stränge geschlagen wird. Der Alkohol ist auch eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr. Steht der Fahrer unter Alkoholeinfluss, so sind seine Fahrtüchtigkeit, sein Blickfeld und sein Reaktionsvermögen eingeschränkt. Jedoch überschätzt er sich oft selbst. Um dem Alkohol am Steuer entgegenzuwirken, führt die Polizei Alkoholtests bei Verkehrskontrollen durch. Jedoch gelten ab 01.01.1993 0,8 Promille als erlaubt. Edgar und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.